CSU-Fraktion. Achso, das war fünf. Danke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben es jetzt ja vorhin noch mal gehört, wir haben es mit letztlich einer Reihe von, wenn man zurückschaut, von Anträgen heute in der Debatte zu tun, die da entweder formell, direkt oder indirekt mit reinspielen. Ich bin dem Kollegen Joachim Pfeiffer ausdrücklich dankbar, dass er insbesondere auch noch mal die ganzen Vorteile von Freihandelsabkommen, auch von dem geschichtlichen Hintergrund, wie sich das entwickelt hat, beleuchtet hat. Das ist, glaube ich, gerade bei der Fraktion Die Linke, ich meine, noch mal ganz erquicklich darauf hinzuweisen, weil die das immer noch nicht verstanden haben. CETA und die Freihandelsabkommen, meine Damen und Herren, die werden nämlich zu Wirtschaftsverbesserungen gerade auch für die EU und für Deutschland beitragen. So eben auch CETA, so wie es dort angeschlagen ist, das Handelsabkommen mit den Kanadiern. Es ist vielleicht ganz gut, noch mal anfangs einzuordnen, einzuordnen, die Dimensionen, um was wir uns hier unterhalten, wenn wir ein paar Zahlen nennen. Kanada ist nämlich für die Europäische Union der 12 wichtigste Handelspartner. Und 2014 belief sich das Volumen von Handel, Waren, Dienstleistungen zwischen Kanada und der Europäischen Union auf 32 Milliarden Euro. Deutschland ist innerhalb der EU-Mitgliedstaaten für Kanada dabei der wichtigste Handelspartner mit einem Volumen im Jahre 2014 von 9 Milliarden Euro. Ausfuhr von Waren, Dienstleistungen von Deutschland nach Kanada. Bei diesen Zahlen sieht man, die sind schon eindrücklich, aber da ist auch noch ein ganz schönes Stück Luft nach oben. Worum geht es bei CETA in diesem ganz konkreten Fall? Es geht um Wegfall von Zöllen, es geht um Abbau dieser sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse, es geht um Zugang zu Märkten, zu öffentlichen Aufträgen in Kanada, aber auch vice versa, und auch um eine verstärkte Zusammenarbeit bei Regulierung. Das sind alles Inhalte, die hohes Potenzial haben, die Wirtschaftskraft zu verbessern. Meine Damen und Herren, wenn wir uns einmal anschauen, was die Opposition alles befürchtet durch die Anträge, durch die Freihandelsabkommen. Das heißt, es sei problematisch, dass sich CETA und TTIP, das möchte ich ausdrücklich hier nochmal mit auch in die Debatte einbringen, stärker als vorherige Abkommen orientieren auf Deregulierung, Liberalisierung, auf Wettbewerb und auf Kostensenkung. Ich sehe bei diesen angeblichen Problemen ganz im Gegenteil gar nichts Negatives, meine Damen und Herren. Es müsste doch eigentlich ein Jubelschrei durch die Herzen aller derjenigen gehen, die wirtschaftspolitisch und auch mit Wirtschaftsverstand denken, meine Damen und Herren. Das ist doch einfach etwas, was auf der Hand liegt. Das Problem, meine Damen und Herren, ich glaube, das liegt ganz woanders. Das liegt nämlich bei den Antragstellern selbst. Denn, meine Damen und Herren, die positiven Auswirkungen von Freihandelsabkommen, die setzen Sie immer mit der Absenkung von Standards gleich. Aber da haben Sie einen Denkfehler gemacht. Sie haben Freihandel nicht verstanden. Und ich möchte an der Stelle nicht noch einmal, weil das schon in die Debatte eingeführt worden ist, alles das Richtige erzählen, was insbesondere Kollege Pfeiffer hier ausgeführt hat. Deregulierung hat nichts mit geringeren Standards zu tun, sondern schlicht mit weniger Normen und Vorschriften des Staates, mit weniger staatlichem Eingreifen. Etwas, wo Sie doch auch im Rahmen von Bürokratieabbau überhaupt nichts gegen haben können. Wollen Sie mehr an Bürokratie? Nein, wir müssen es abbauen. Und das schafft Wirtschaftskraft, das schafft eine Stärkung der Wirtschaft. Das ist gut für die Arbeitsplätze, das ist gut für die Bürger. Und deswegen, das wird Sie nicht überraschen, können wir natürlich nicht empfehlen, den Anträgen zuzustimmen, meine Damen und Herren. Die Antragsteller sind vor allem immer gut im Schlechtreden. Und das schwingt auch immer, und das möchte ich hier auch ganz persönlich noch mal betonen, immer noch ein Stück Anti-Amerikanismus und auch Kanadismus mit einer Rolle. Alles dieses ist leider auch immer noch teilweise explizit und auch zwischen den Zeilen zu vernehmen. Etwas, was wir sicherlich auch noch mit bedenken sollen. Wenn wir einmal fragen wollen, meine Damen und Herren, wie wollen wir denn in Zukunft leben? Wollen wir nicht unseren Wohlstand, den relativen Wohlstand in Deutschland, in Europa halten?
Ich meine, ja, wir wollen, müssen alles dafür tun, dass wir den Lebensstandard halten und möglichst auch noch ausbauen. Das geht eben nicht, indem wir uns der immer weiter zusammenrückenden Welt verschließen, indem wir versuchen, was ein untauglicher Versuch im Ansatz schon ist, Globalisierung zurückzudrehen. Nein, wir haben es in der Hand, Globalisierung zu gestalten, zu regulieren. Und so ist der Weg, der beschritten werden muss, meine Damen und Herren. Von den vielen anderen Befürchtungen, die sich in dem veröffentlichten Text auch nach der Rechtsförmlichkeitsprüfung von CETA letztlich gar nicht mehr wiederfinden, möchte ich nur drei Punkte benennen. Das war einmal Umweltschutz. Das hat sich nicht bestätigt, dass hier Umweltschutzstandards beeinträchtigt werden. Zwei weitere Punkte möchte ich nennen. Das ist einmal, ich fange an mit den Schiedsgerichten. Bei dem Aufbau der Schiedsgerichtsbarkeit ist einiges erreicht worden. Es stimmt eben nicht, dass das immer noch auf dem gleichen Stand ist, wie es zunächst in den Texten niedergeschrieben war. Da ist einiges noch verändert worden. Und zum Beispiel gehört zu diesen wesentlichen Verbesserungen die genauen Definitionen, was Investitionsrechte sind. Das Prinzip, wer verliert, der zahlt auch. Es gibt keine Klagen von Briefkastenfirmen mehr. Und auch die Öffentlichkeit der Verfahren und von Dokumenten, das sind wesentliche Fortschritte, die wir nicht einfach negieren sollten. Und hinzu kommen noch, und das müssen wir auch mal bedenken, bei der ganzen Schiedsgerichtsdebatte, die Vorschläge, die jetzt im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika mit eingeführt worden sind von der EU-Kommission. Da kommen auch noch einige wesentliche Punkte hinzu. Die EU-Kommission wird nicht müde und hat es auch aktuell wieder getan, das sogenannte Right to Regulate für den nationalen Gesetzgeber dabei zu betonen. Die Investitionsschutzklagen, durch Investitionsschutzklagen können keine nationalen Gesetze ausgehebelt werden. Und auch die Unabhängigkeit der Richter soll verbessert werden. Die Richter dürfen nämlich ab ihrer Ernennung nicht parallel noch Gutachter oder als Anwälte in anderen Investitionsschutzverfahren tätig sein. Eine Berufungsinstanz wird eingeführt. Bei all diesen wesentlichen Verbesserungspunkten kann ich beim besten Willen nichts Negatives mehr erkennen, meine Damen und Herren. Und Deutschland geht ja auch nicht jungfräulich in Investitionsschutzdebatten hinein. Deutschland hat 130 Investitionsschutzabkommen mit Schiedsgerichtsklauseln abgeschlossen. Zweimal ist es verklagt worden, kein einziges Mal ist es verurteilt worden. Da müssen wir nicht immer dann, wenn es um Schiedsgerichte geht, den Teufel an die Wand malen und den Untergang des Abendlands einläuten. Das wird der Sache überhaupt nicht gerecht, meine Damen und Herren. Und wenn es um die vorläufige Anwendbarkeit des CETA-Abkommens geht, da wurde ja vieles Richtige schon gesagt. Es geht eben nur um diese Dinge, die ausdrücklich und klar eine EU-Zuständigkeit zugewiesen bekommen haben. Wir dürfen doch bei der ganzen Debatte auch nicht ausblenden, dass spätestens seit oder durch den Lissabonner Vertrag ausdrücklich das Aushandeln und der Abschluss von Handelsabkommen der EU übertragen worden ist. Das ist geltende EU-Vertragsrechtslage. Punkt. Und das können wir nicht einfach auch durch solche Debatten wegdiskutieren. Das ist so, meine Damen und Herren. Natürlich, und da haben auch alle Redner letztlich einen Punkt draus gemacht, dass wir als Abgeordnete schon sehr darauf achten müssen, dass es sich bei TTIP und bei CETA um ein gemischtes Abkommen handeln wird, weil wir sind Volksvertreter im besten Sinne des Wortes und wir wollen die Bürger vertreten, wir wollen mitreden und wir wollen über diejenigen Punkte, die letztlich nationale Belange anbetreffen, auch hier mit debattieren und letztlich auch im Ratifizierungsprozess ein Wörtchen mitzureden haben, meine Damen und Herren. All das ist sinnvoll und diejenigen Teile solcher Art des CETA-Abkommens und auch von TTIP später, die in der Tat der originären EU-Zuständigkeit zugewiesen sind, dass die direkt anwendbar sind, das ist gut und wichtig für die Marktteilnehmer, damit eben die guten Punkte, die Chancen für diejenigen, für die dieses Abkommen gemacht wird, unmittelbar denen diese Punkte zugutekommen. Meine Damen und Herren, mit CETA liegt ein ambitioniertes Abkommen vor, was auch insbesondere noch nach dem Regierungswechsel, das dürfen wir auch nicht ausklammern, in Kanada im Rahmen der Rechtsförmlichkeitsprüfung eine textliche Veränderung erfahren hat. Es ist ein ambitioniertes, es ist ein gutes Abkommen, was gut für uns alle ist, für die europäischen und auch für die deutschen Bürgerinnen und Bürger. Aus meiner Sicht ist es reif zum Abschluss und deswegen
werbe ich dafür, dass wir hier die Oppositionsanträge eben nicht mittragen. Vielen Dank. Alexander Ulrich hält das Wort.